Popüchen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Graveyard Keeper und wir machen echt Fortschritte im Moment. Wir sind jetzt bei der Hexe und haben für sie den Kessel. Gut, gut, jetzt brauche ich noch die Zutaten. Gelbes Puder. Gib ihr eine Biene. Gehen. Ich hätte ihr auch einfach direkt den Heiltrank geben können. Ja gesagt, ne? Die hat gesagt, gib mir einfach direkt den Heiltrank, wenn du es selber machen kannst, du Affe. Oder hol mir den scheiß Kessel. Und ich habe gemacht, hab den Trank dabei, gib mir trotzdem den Kessel, weil ich ein Idiot bin. Dafür renne ich jetzt auch. Selbstbestrafung. Bestrafung muss sein. Tschüss, Opa. Hau rein. Hab Schlipp. So, ich hab eine Biene hier. Ein Bienchen. Was ist das für ein komischer Heiltrank hier? Hör doch auf, mir ständig irgendwas in die Bimse zu schieben hier. Will ich das ja nicht vielleicht? Waffe. So, jetzt ab zur Hexe. Oh, da komme ich durch, bin zu fett. Arbeit, Arbeit. Na, was bringst du mir? Make me rich. Silber. Okay. Kann ich mit leben. Hab ich doch gelesen. Nau ab. Ey, haben oder nicht haben, ne? Also das mit dem Segen soeben war heftig. Ey. Was ist hier drinnen? Ich krieg einen Krampf. Ich sammle schon mal ein bisschen was, ey, keine Ahnung. Hier, kann ich nicht mehr besser sehen hier, was? Mach mir den komischen Baum hier weg. Oh, Urainai Baba, was ist jetzt los hier? Muss ich echt warten, bis sie wieder rauskommt, ne? Das kannst du dir nicht ausmalen. Hör dir. Klopp dir deinen Scheißwald in den Himmel weich. Bitte sehen. Komm raus, da kennst du deinen Wald nicht mehr wieder. Da wird es jetzt schon aufgeregt, ja. Ich brauche zwar kein Holz, aber dann verkaufe ich es. Komm schon. Du raubst mir meine Zeit. Das bringt blaue Punkte, wenn ich das mache. Grüne Punkte, die brauchen wir ja auch. Technologie, Technologie, Technologie. Die werden wir bestimmt irgendwann brauchen. Diamonds are the girl's best friend. Es reizt mich sehr. Muss ich euch gestehen. Du magst guten Alkohol, vor allem Wein. Dein Kater hängt vom getrunkenen Alkohol ab. Außerdem hat der von dir produzierte Alkohol höhere Qualität. Ich mag's hochprozentig.
Jung, komm, Ruster jetzt. Ich will hier fertig werden. Willst du mich verarschen? Kloppt deinen scheiß Baum kaputt hier. Da bist du doch endlich. So, gib ihr die Biene. Oh. Gut, mal sehen, wie es funktioniert. Oh. Schau mir mal nach, ob es fertig ist. Gut, oh, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin Kloto. Oh. Ich habe zu viel gemacht. Hier, du kannst etwas davon haben. Also gut, ich bin wieder da. Was brauchst du von der guten alten Kloto? Ich habe gutes Zeug. So guten Stoff findest du heutzutage nirgendwo. Über das Vergrößern einer Karotte. Erstmal handeln, wir können ja mal schauen. Oha! Oha, Lama, oha! Guck, krass, was die alles hat. Was nehme ich mit? Wenn ich jetzt so mache. Goldenen Apfel, Alter, Zehner. Wo ist es? Grüne Farbe, toll, konnte ich schon, blöde Kuh. Liebe Kloto, kannst du etwas vergrößern? Ja, jede Woche. Na klar kann ich dein Ding vergrößern. Nein. Du sollst meine Karotte vergrößern. So kann man das auch nennen. Nein, du sollst eine echte Karotte so groß wie ein Holzscheit machen. Das ist ja noch einfacher. Aber im Gegenzug will ich ein Date. Ein Date? Hör mal, ich hab etliche Macken und außerdem... Oh, nein, ich mit dir, Süßer, auch wenn du ziemlich niedlich bist. Ich meine mit dem süßen Ingenieur Corey. Okay, ich werde versuchen, dir ein Date zu organisieren. Ich muss dem Händler helfen. Er hat mir erzählt, dass er dich gut kannte. Er hat mit seinem Freund, dem Priester, Liebestränke bei dir gekauft. Oh, na klar, erinnere ich mich an die beiden. Die waren so süß, aber... Das waren Brüder, meine ich. Also, wie kann ich ihm helfen? Er hat Schluck auf Gras gegessen und seine Geschmackssinne verloren. Er glaubt, er sei verflucht. Das klingt, als sei er von einer anderen Hexe verflucht worden. Es wäre unprofessionell von mir, ihm dann zu helfen. Damals haben wir in solchen Situationen geholfen, aber dann ist der Markt zusammengebrochen. Jetzt ist es verboten. Nur die Hexe, die ihn verflucht hat, darf ihn auch wieder heilen. Also gibt es keine Heilung? Mal sehen. Ich hab dir die Grundlagen verraten und du bist kein Hexer. Da gibt es so ein schlaues Wort für das, was du bist. Chemiker, Alchemiker. Ja, Alchemiker. Gut. Du kannst ihm einen Trank brauen und ich verrate dir das Rezept. Mische einfach eine Gesundheitslösung mit Salz. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Gesundheitslösung mit Salz. Das kriegen wir hin. Corey. Corey Taylor. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Corey? Nee. Das ist doch Corey? Bin ich verwirrt. Wer ist Corey? Wegen dem Date mit Kloto. Corey, willst du mit einer umwerfenden Schönheit auf ein Date gehen? Na klar doch, mein Alter ist kein Hindernis. Ich bin noch immer stark und heiß. Da gibt es nur einen Haken. Sie war mal eine umwerfende Schönheit, aber das ist schon ein Weilchen her. Es ist Kloto. Wow, tut mir leid, aber von verrückten alten Schachteln lasse ich die Finger. Das ist schade, aber ich kann es ihm nicht verdenken. Vielleicht weiß sein Bruder Jess ja, wie man Curry umstimmen kann. Was sagst du ihm auch wert, ist du Idiot? Lalalalala. Tress? Schön, dich zu sehen. Was gibt's Wichtiges? Stress, bekomme ich Curry dazu, etwas zu tun, was er nicht tun will? Weißt du, was Curry mir beigebracht hat? Dass ein guter Rat teuer ist. 10 Silber. Das ist Halsabschneiderei, aber du hast wohl recht. Gut, Curry ist verrückt nach lukrativen Geschäften. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Pff, merkwürdig. Curry, ich gebe dir einen Arschtritt.
wenn du gehst. Ah, okay. Curry, was hältst du von einem lukrativen Geschäft? Da halte ich nichts von. Was mache ich einfach? Woran denkst du? Ja, ein Monopol für den Verkauf von hochklassigen Zaubertränken zuerst. Fantastisch, sag nicht mehr. Nenn mir einfach den Lieferanten. Loto, die Hexe aus dem Sumpf. Ich muss mich unbedingt mit dir treffen. Arrangiere das bitte für mich. Okay. Nutzen. Da kommt man leider nicht schneller hin, ne? Ein bisschen doof. Ein bisschen doof, Freunde. Ein bisschen doof. Dass das nicht schneller geht. Aber es ist leider so. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen so. Ne, wo muss ich denn? Hier hin? Hier rüber. Okay. Ich war so aus dem Bild, weil ich mich jetzt gerade mal so nach links gelehnt habe, weil ich sitze den ganzen Tag so gerade. Da tut mir ein bisschen meine Hüfte weh. Lotro, ich habe ein Date für dich. Wegen dem Date mit Curry. Curry hat sich über meine Einladung gefreut, oder? Ja. Er war sehr aufgeregt. Er will wissen, wann und wo ihr euch trefft. Oh, wunderbar. Wo ist deine Karotte? Ich mache sie so groß wie eine Windmühle. Das ist die Größe eines Holzschädels genügt. Ich bereiche die Karotte. Oha. Ich muss dem Händler helfen. Ja, hast du mir ja schon gesagt, ne? Oha! Oha! Das nehme ich meine Karotte. Alter Schwede. Das nenne ich mal ein Karottchen, Freunde. Hä? Wolltest du mal meiner Karotte lecken? Junge, Junge, Junge. Okay. Wir machen richtig geile Fortschritte. Ich bin echt erstaunt. Wer ist das? Das ist die Frau, ne? Dann müssen wir noch in die Stadt schnell. Schaffe ich nicht mehr, ne? Fuck. Ah ne, die will ja wissen. Boah, da hast du jemals so eine große Karotte gesehen? Das nennst du eine große Karotte? Meine war viel größer, als ich jünger war. In Ordnung, komm rein. Geht. So, ne, warte, stopp. Benutz zum toten Pferd. Schnell mit der Alten reden, bevor die abhaut. Ich habe von deiner Halskette erfahren. Schlange hat mir gesagt, dass er dein Geld nicht mehr hat. Kinderschuft, also kannst du mir doch nicht helfen. Er hat mir allerdings verraten, wo deine Halskette sich befindet. Ich werde versuchen, sie dir zurückzubringen. Tom. Oh, das ist so süß. Wenn wir gerade von süßen Dingen reden, hast du schon mal das Parfüm von Frau Kette gerochen? Ja, riecht ganz gut. Ja, sogar du magst es. Ich brauche unbedingt ein Fläschchen davon. Kannst du vielleicht mit ihr reden und mir eins besorgen? Warum fragst du ihn nicht selbst? Ich weiß nicht warum, aber sie mag mich nicht. Sie ist besonders neidisch auf meine Freundschaft mit Alisa. Ich versuche etwas Parfüm für dich aufzutreiben. Ich könnte ja sogar versuchen, es selbst herzustellen. Parfüm herstellen. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Der hat dir das sagen. Frau Kette. Kannst du mir etwas von dem Parfüm abtreten? Das riecht gut, nicht wahr? Aber ich bin es satt. Ich mache mir ein neues. Ich habe noch immer ein Fläschchen von dem alten Zeug. Ich könnte es dir geben, wenn du mir hilfst. Bring meiner Schwester dieses Essen. Sie lebt mitten im Sumpf. Und fange mir auf dem Weg zurück ein Dutzend Frösche. Die brauche ich für mein neues Parfüm. Kann ich euer Ernst sein jetzt? Euch wieder zur Hexe. Kurva Matsch. Mann. Ja, gib mir jetzt den Hopfen hier, du Affenarschloch. Warum denn schon wieder nur 5, ey? Achso, das sind die Samen.
Nur 4 sogar. Noch schlimmer. Legt ihr mich auf. Gebt mir doch einfach den scheiß Hopfen. So viel wie du hast. 100.000 Stück. Jetzt darf ich hier jede Woche wieder hinrennen. So, ich darf hier rein, ne? Hast du gesagt? Aha. Boah, ist ja hübsch hier. Nicht schlecht, Herr Specht, hä? Krass. Toll. Schick. Schick, schick. Kann nicht hoch. Noch was, was ich brauche? Nee, wa? Hau rein. Ich muss schon wieder zu alten in den Sumpf. Und Frösche fangen vor allem. Was für Frösche? Wie fängt man Frösche? Und dann auch noch ein Dutzend. 12 Stück, ey. Eben ganz kurz auf mein Push-Cheat gucken hier. So. Goldenen Boost. Scheiß hier. Dafür brauche ich die rote Plömpe. So, wir müssen jetzt mal eben hier rein. Muss, glaube ich, eh dahin, um was zu schreiben. Heute kommt der Händler wieder. Was hat die gesagt, soll ich für den braun? Ah, ist ausgegangen. Was soll ich für den braun? Gelbes Pulver? Und Salz, ne? Gewürze. Eine Gesundheitslösung. Haben wir die noch? Ordnungslösung. Gesundheitspuder. Ich hier einen Kohlkopf drin rühren, vielleicht. Ja, sehr gut. Haben wir aber noch nicht erforscht, deswegen müssen wir es erstmal hier reinkloppen, eben. Ja, dankeschön. Haben wir nämlich das auch für den fertig. Und der ist auch happy gleich. Sehr schön. So. Püderchen. Ganz viel Püderchen. Das ist noch ein Püderchen. Hier ist noch ein Püderchen. Nee, das sind Gewürze, die brauche ich. Schwefel. Hopfensamen. So, nächster Schrank. Noch ein Heiltrank, den behalte ich erstmal. Schleimis oder so habe ich nicht. So, ich soll jetzt einen roten Pilz in das da verwandeln. Mit Asche und der gelben Lösung. Jetzt muss ich natürlich erstmal die rote Suppe hier erforschen. Rote Suppe erforschen. Dann mache ich mir ein bisschen mehr davon. Giftige Lösung. Hatten wir doch schon, ne? Giftige, oder? Hatten wir die nicht schon? Bin mir nicht sicher. Machen wir mal mehr. So, Asche haben wir nämlich auch. Und jetzt kommt Asche mit dem Zeug und dem Zeug. Ja. Geschmacksverstärker. Brauche ich noch einmal bitte.
Komm, mach direkt alles. Ach scheiße, wir brauchen eh zweimal Geschmacksverstärker für... Eieieiei, okay. Und jetzt kannst du mir doch hier den Dünger machen, ne? Yes, man! Und ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich das mache, vielleicht einsetzen kann, dass ich dann die Dinger bekomme, die, weiß nicht. Hier kriege ich nur ganz wenig Flugblätter raus. Die goldenen Zwiebeln. So, das haben wir auch fertig. Jetzt wollte ich aber noch gucken. Irgendwer wollte doch hier da. Dann machen wir die fertig. Haben wir fertig. Easy going. Zwiebelsamen haben wir auch da liegen. Rein mit dem Scheiß. Bitteschön. Das bringen wir jetzt eben zurück, damit wir den Tag nicht verkacken. Ey, man muss jetzt jeden Tag hier nutzen, die ganze Zeit. Rapp, schlupp, schlupp. So, hier. Ich hab dein Heilmittel. Ich bring dir dieses Heilmittel. Klotho hat gesagt, es würde dir helfen. Ich versuch mal. Ich verteile es über den gebratenen Gras. Deliziös ist noch schmackhafter als vorher. Vielen Dank. Woher hast du denn diese kostbare Zutat? Ich habe es mit Alchemie und ein bisschen gesundem Menschenverstand selbst gemacht. Interessant, interessant. Komm nicht umhin, die vielen Möglichkeiten zu sehen. Dieser Geschmack könnte viele Türen öffnen, vor allem Palasttüren. Ich muss ein Dinner für die Mitglieder des Königlichen Rates vorbereiten. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Du musst mir ein großartiges Dinner für 5 Leute zubereiten. Noch ein paar Snacks, eine Hauptspeise und etwas Nachtisch. Aber alles sollte von bester Qualität sein. Warum gerade ich? Ich bin nicht unbedingt der beste Koch. Ich kann niemandem sonst in dieser Stadt trauen. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Warum kochst du dann nicht selbst? Blödsinn, ich bin ein Foodie, kein Koch. Keine Sorge, du schaffst das schon. Und Gewürze, das du gemacht hast, das wird dieses Dinner unvergesslich machen. Eieieiei. Naja. Reden wir über das Geschäftliche. Keine weiteren Fragen. Waffe. Achso, ich brauche nur Flugblätter. In Massen. Jetzt hat er das dabei. Brauche ich nicht. Wobei, wenn er das vielleicht für sein komisches Buffet da braucht, ne? Nimm mal mit hier. So. Keine Ahnung, ob wir irgendwann Stoff brauchen, aber ich hab's dann. Weißt du? So. Hexe. Hexe. Also, wir müssen viele Flugblätter machen. Das riecht so gut, dieses Zeug, ne? Das ist so ein Sprüher. Den kriegt ihr bei Rossmann. Und dann müsst ihr mal gucken, das heißt Baumwollfeld. Ja, es riecht nach Baumwolle. Wie frisch gewaschene Wäsche. Einfach geil. Alter, den ganzen Tag, das Ding sprüht mich hier an. Oh, Hammer. Es riecht so gut hier. Der ganze Raum riecht einfach pornös. Ehrlich. So. Klotho, ich habe was von deiner Schwester für dich. Das ist von deiner Schwester, ja. So etwas für einen guten Apfel gibt es nicht. Ich hasse Äpfel. Handeln. Ja, danke. Hast du Frösche? Ich brauche aber noch welche. Klotho, ich brauche noch 2 Frösche. Mach doch jetzt nicht diesen.
keine Ahnung. Nimm mal 5 mit und hier Bärenstrauch auch 5 oder 10, keine Ahnung. Nimm's einfach mit. Das nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Das lerne ich direkt wieder. Wo ist es? Quatsch, wo ist denn das? Da. Schwarze Farbe, du bist mir auch echt eine Hilfe wie ein Arsch. Wie kriege ich denn jetzt noch Frösche? Kann ich hier irgendwo angeln im Sumpf? Da ist echt eine Angelstelle da unten. Lotto, wie komme ich denn hier lang? Ich krieg einen Krampf bei deinem Scheiß. So. Wo ist die Angelstelle hier? Irgendwo kann man angeln. Da. Ey, wir machen so viel Progress gerade, ne? Du findest noch Anam. Ja, ja, alles gut. Man kann hier den Köder auswählen. Also scheint man keine Frösche zu kriegen. Wie krieg ich einen Frosch? Suchen. Frosch. Frosch. Der Frosch ist einer der 16 verschiedenen Fischen, die im Spiel gefangen werden können. Entweder verkauft man den, bla bla. Werden in der Nähe von dem anderen Fischen in dem Gebiet beeinflusst. Der Fisch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird am ehesten gefangen. Den Frosch fängt man im Sumpfgebiet bei der Hexe mit guter Angelrute ausgerüstet und Motte als Köder ist, okay. Mit einer Motte ausgerüstet. Wenn es dunkel wird, kann ich mir eben ein paar Motten holen. Dass man hier jetzt nicht so rüber kann, ne? Sind hier jetzt schon Schmetterlinge oder Motten drin? Guck auf Tars. Ich brauch Motten. Ich krieg die Motten, du. Wo sind hier die Motten? Ich krieg die Motten, du. Es ist dunkel. Auf dem Matten bei sein. Roter Pilz. Man, wollt ihr mich verarschen? Was mache ich damit? Kann ich ja scheinbar nicht verkaufen. Ich überlege gerade, Freunde, nicht, dass ihr denkt, was macht der da jetzt? Ich überlege gerade, wie ich jetzt weiterkomme. Denn ich will ja auch ein bisschen jetzt progressen weiter. Und da will ich ein bisschen mein Inventar natürlich auch wieder leer kriegen. Wie kann ich jetzt das komische Superdinner machen?
Kann ich das hier irgendwo sehen? Da. Ein Spiegelei. Echt jetzt? Omelette und einen grünen Wackelpudding. Ein Spiegelei kann ich ja wohl machen, oder? Spiegelei. Ach, da wohl keine Kunst jetzt. Omelette. Ein Omelette. Omelette. Da. Und einen grünen Wackelpudding. Der hier. Ich pack mir direkt 20 Stück ins Inventar hier. Also, Toast mit Zwiebeln hätte die höchste Qualität gehabt. Eine Schüssel Kürbissuppe. Und ein Kuchen. Der Kuchen, den habe ich, aber nicht in Gold, Alter. Okay. Habe ich den ganzen Scheiß gemacht für nichts. Eine Kürbissuppe. Leister, Kohlsuppe, Kürbissuppe. Und dafür brauchst du dann einen Kürbis in Gold, ja? Habe ich nicht. Kohlsuppe kann ich hier in Silber machen. Kohlsuppe, geht die auch? Geht auch die Kohlsuppe? Ein Schüssel Linsen. Kürbissuppe. Das habe ich, das habe ich. Das habe ich. Ha! Weil ich schlau bin. So, das haben wir schon mal. Die Hauptspeise haben wir. Zwiebelringe in Silber kriege ich hin. Zwiebelringe in Silber kriege ich hin. Zwiebelringe in Silber kriegen wir hin. Die haben wir. Anfertigen. Und dann brauchen wir nur noch eine Nachspeise, einen Kuchen zum Beispiel in Silber. Traubentorte. Traubentorte in Silber müssten wir hinkriegen. Traubentorte in Silber. Willst du hinkriegen? Die braucht ein bisschen. Jetzt haben wir so viel zu fressen im Inventar hier. Mein Gott. Ich nehme mal alles raus, was wir zu essen haben. Können wir uns das mal hinter die Binde spachteln? Oder? Hier packe ich alles unten rein. Das natürlich nicht, das brauchen wir gleich. Aber den Wackelpudding, das Omelette, das Spiegelei zum Beispiel. Das Spiegelei kloppen wir uns direkt rein. Hams. Einfach so. Jetzt braucht ihr hier eine Ewigkeit. So ein Arschloch. Was mache ich jetzt mit den komischen Aalen hier? Hier hast du einen Aal. Heiltränke. Kann ich nicht gebrauchen. Schluck auf Gras, Fertilizer, ja, das werde ich ja gleich machen. Ja, 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 ja. Also, ich. Es ist so anstrengend, ne? Wir warten den jetzt ab, es tut mir leid. Kann ich noch was bauen?
Danke. Abendessen. Also, als Hauptspeise haben wir wunderschöne Zwiebelringe. Als Mittagsding, als Ding hier, ne, haben wir gebratenen, nein, noch besser, ein perfektes königlichen Fischgedöns. Und zum Nachtisch gibt es einen schönen, eine schöne Trauentorte. Ist noch nicht ganz bei 100%, ne? Das gefällt mir nicht so ganz. Aber es ist fast golden, 100%. Ja. Was soll ich sagen? Guck mal, hätte ich blutige Nägel auch machen können. Ne, aus den blutigen Nägeln mit Wasser und Sand mache ich Nägel. Das ist ein Schwachsinn. Ich würde sagen, zur Not haben wir ja alles noch einmal. Da müssen wir es halt nochmal neu machen. Das Fischfilet hier rein. Und den Rest kann ich hier einfach fressen gleich, weil bringt ja eh nichts. Er ist golden geworden. Ist doch alles tutti. So. Ja. Ja, alles cool. Dann hier, zack, Traum, Kuchen hier rein und fertig. Leg mir am Arsch. So. Das haben wir geschafft. Ich brauche nochmal Frösche. Ich wollte Motten holen, jetzt wo ich gerade hier bin. Jetzt weiß ich auch, was ich holen wollte. Motten. Ach, frische Motten, du. Waren die hier? Das sind Schmetterlinge. Die kann ich nicht gebrauchen. Ey, Schlange, du alter Verbrecher. Du aller Schirrstecher, du. Ey, wir sind gleich wieder bei 45 Minuten, Freunde, ne? Es tut mir so leid. Die Zeit rennt. Habe ich hier was von? Habe ich noch ein Pilverchen? Ah, nicht. Ich habe jetzt gerade ganz viel Kochkram dabei. Da sind Motten. Und du kriegst dafür das hier von mir. Und das hier. Und... Jut. Ach, oh nein, der war ja gerade da. Scheiße, nicht drüber nachgedacht. Ich hab Schleim. Moment. Irgendwas wollte ich gerade hier reintun. Lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Das. So. Ich hab Schleim. Ich hab kein Pulver. Ich hab Schleim. Nein, das habe ich auch nicht. Ich hab Schleim. Und ich hab Data. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier noch pressen können. Ich weiß ja nicht, was der für Waren verkauft. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas fertig machen, aber scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was der Bankcheck macht. Der geht mir auf den Sack. Ich weg damit jetzt. Flugblätter haben wir genug. Goldkisten, Silberkisten, verkaufte Kisten 0, Gesamtbetrag 0. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Wollte er doch.
Was soll ich für Kisten fertig machen? Ich weiß das noch nicht ganz, aber das kriegen wir jetzt gleich raus. Nichts, nee, nichts. Hier schon mal nichts. Hier auch nichts. Was will der für Kisten haben? Ich kann hier mal eine von Latz hämmern, du Affe. Was will der haben? Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Da wachsen jetzt Sachen raus, ja? Krass. Okay. Haben wir halt auch belegt. Keine Ahnung, wofür ich einen Apfelbaum und so brauche. Was hat in der Kiste gelandet? Also, der sprüht gerade irgendwie heftig hier. Riecht aber lecker. Wir sind schon wieder bei 42 Minuten, Alter. Die Zeit rennt, ne? Das Spiel macht mich fertig und frisst Zeit ohne Ende. Aber ihr hört mich, ne? Ja, genau. Hat er mir jetzt gegeben? Esel aller Länder vereinigt euch. Das LGDPDEP fand deine Art Aphorismen sehr gut. Also haben wir beschlossen, die Ersatzung der baldigen weltweiten sozialistischen Republik der Esel zu verwenden. Nach dem Konsum des Glaubens wurden ganz normale Esel höchst inspiriert und glauben jetzt auch daran, dass alle Esel gleich sind. Wir müssen sie mit unseren Hufen daran erinnern, dass manche Esel gleicher sind als andere. Damit hast du auch den zweiten Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDPDEP zu erlangen, erfolgreich getan. Weiter so, wir brauchen Esel-Kampfausrüstung und die Schmuggelkiste. In der Schmuggelkiste. Deine Aufgabe ist es, Kampfhufeisen und einen eisernen Einhörnhörner herzustellen. Und einen magischen Kürbis. Den vertauschen wir dann mit der Luxuskutsche des königlichen Tierarztes. Um Mitternacht verwandelt sich seine Kutsche zurück in einen Kürbis und unser Meister macht sich vor dem gesamten Königshof zum Narren. Kreuzen wir unsere Schwänze. Ich habe keine Ahnung, wie man Esel-Kampfausrüstung herstellt oder Kürbisse verzaubert. Aber ich kenne Leute, die das wissen. Kretzfold und Klotto. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal angeln. Der Inquisitor kann uns eh nicht helfen. Dem müssen wir erstmal die Burger machen. Und da tue ich mich aktuell ganz schön schwer mit. Und da wir ja eh hier zu Klotho müssen. Die Jute wird aber ja noch nicht draußen sein. Wir gehen jetzt direkt hier angeln. Freunde. So, sind wir 45 Minuten. Ich angle jetzt den bekackten Frosch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr seht, unten habe ich die Motte drin. Einmal dürft ihr jetzt zugucken. Da werde ich nichts fangen. Aber ich habe doch... Da werde ich nichts fangen. Aber da stand, ich soll die Motte nehmen. Ohne Witz, auf der Seite steht. Die Chance, einen Fisch zu fangen, werden...
Mit guter Angel, guter Ausrüstung und Motte als Köder ist er im ersten Abschnitt. Brauche ich die gute Angelrute dafür? Kann ich nicht mit meiner meisterlichen Angelrute angeln? Gehen wir zu Klote und kaufen ein paar. Also, haut rein.